Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von State of Decay 2. Ich bin der Palzi und ich freue mich, dass ihr wieder einschaltet. Ich möchte eine zweite Staffel starten, allerdings mit einem anderen Vermächtnis beenden. Staffel 1 war ja erfolgreich. Wir haben das Ganze mit dem Baumeister beendet. Ziel diesmal wäre es, die Staffel mit einem anderen Vermächtnis, vermutlich dem Händler, abzuschließen. Händlerabschluss gilt vermeintlich als schwerster Abschluss. Ich persönlich finde allerdings Sheriff schwieriger. Aber das ist ganze Zeit lang hin, bis wir abschließen. So, wir starten so eine neue Community. Kampagne. Zuletzt hatte ich halt hier mein 100-Tage-Projekt hier Mumm in den Knochen, heißt das Achievement, gespielt. Wir wollen aber eine neue Community starten, also Gemeinschaft verwalten. Hier habe ich einen leeren Slot. Ich wollte ursprünglich warten, bis das Update kommt und man dann 5 Slots hat. Hat aber das Update zieht sich noch hin und die erste Staffel nähert sich jetzt auf YouTube tatsächlich auch ihrem Ende, sodass ich mich genötigt sehe, ohne das Update jetzt zu starten. Wir werden das Tutorial nicht wiederholen, sondern überspringen. Das heißt, einen in Anführungszeichen Standardstart hinlegen, denn der Standardstart ist halt gemeinhin ohne Tutorial. Und wir könnten uns jetzt eine Karte auswählen. Trumble Valley, da versuche ich mit der Mumm in den Knochen Gemeinschaft gerade rum zu eiern. Providence Ridge haben wir die erste Staffel beendet. Wunderschöne Karte, ist auch eigentlich eine meiner Lieblingskarten. So, das heißt, wir werden uns eine der drei anderen auswählen. Cascade Hills, ich will hügeliges Terrain. Miga Valley, grünes Ackerland, gemeinhin bei den meisten Spielern die beliebteste Karte. Bei mir komischerweise genau andersrum. Ich finde die nämlich grottenlangweilig. Und die bei den meisten Leuten verhassteste Karte ist Drucker County. Also die letzte Option wäre Zufall. Aber diese Karte ist von den meisten Spielern nicht so gemocht. Bei mir hingegen, ja, ich bin komisch. Der Palzi ist komisch. Ich finde Drucker County eigentlich sogar recht hübsch und von daher starten wir auf Drucker County. Wir gehen selbstverständlich wieder in die Todeszone. So, wir können jetzt entscheiden, ob wir einen Vermächtnisvorteil wählen möchten oder nicht. Ich sage normalerweise, Bonus hat man sich nur dann verdient, wenn da jemand dabei ist, der einen Abschluss eines entsprechenden Szenarios gemacht hat. Und wir haben in Staffel 1 tatsächlich mit Marsch, unserem Baumeister, abgeschlossen und ich habe mich da nämlich entschlossen, das zu tun, auch wenn das jetzt schon fast 3 Wochen her ist, mit drei Protagonisten aus der ersten Staffel weitermachen. Von daher habe ich kein Problem damit, mir den Baumeister-Vermächtnisvorteil zu benutzen und das bedeutet für uns, wenn man hier drauf steht, dann sieht man das auch. Strom und Wasser für die komplette Basis ohne Benzinkosten oder Bedrohung ist der allerstärkste Vorteil, den man sich reinziehen kann. Und den nehmen wir mit. So, hier könnte man jetzt immer 3 Slots. Man startet mit 3 Überlebenden. Man könnte das mit zufälligen Überlebenden auffüllen. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen mit den 3 Charakteren, die wir vorbereitet haben, starten. Das ist ganz sicher nicht Alfred. Marsh ist einer unserer Charaktere, aber ich glaube, man steuert hier tatsächlich also diese Position ist
der Charakter, den man anfangs steuert. Das heißt, Andrea oder Eisfisch sollten wir da nehmen. Die sind halt komplett ausgelevelt. Das ist ja vorteilhaft. Und auch nachteilhaft. Ich erkläre auch gerne wieso. Vorteilhaft insofern, als dass sie halt ein Maximum an Fertigkeiten haben. Nachteil ist, dass man damit automatisch auf einem etwas höheren Schwierigkeitsgrad hat. Das heißt, wir müssen damit rechnen, anfangs schon auf heftigere Gegner zu stoßen. Das ist jetzt nicht ganz so wild, weil die halt wirklich am Cap sind, also 204 Trefferpunkte hier zum Beispiel. Und wir auch unsere Waffen aus der ersten Staffel oder der vorherigen Staffel, was in dem Fall die erste ist, dabei haben. So, wen möchte ich anfangs steuern? Andrea oder Eisfisch? Eisfisch ist Händler, mit dem würde ich diese Staffel gerne abschließen. Andrea Sheriff. Und eigentlich ist es relativ egal. Machen wir es doch einfach alphabetisch. Wir packen hier Andrea rein, packen hier Eisfisch ein und dann haben wir da noch Marsch. Das heißt, wir haben ein wunderbares Setup. Wir haben einen Automechaniker dabei, also die Spezialisierung eines Mechanikers. Ohne den würde ich kein normales Spiel starten. Wir haben einen Mediziner dabei, auch ohne einen Mediziner würde ich kein Spiel starten. Und der dritte Slot ist halt dann je nach Vorliebe. Computer ist halt in meinen Augen ganz nett. Zweiter Mediziner, wie wir hier haben, ist nett. Chemie und Kochen sind okay. Alles andere ist Luxus oder je nach Präferenz. So, aber das ist die Gemeinschaft, mit der wir starten wollen. Das heißt, wir legen da jetzt mal los. Ich halte auch während des Intros dann meinen Mund. And we're empty. Again. So, whose turn is it to find more fuel? Not me. Last time I almost got ripped apart by a feral. I got a better idea. We could just settle down here, instead of moving on. I admit, looks better than the last couple of towns we came through. Now that you mention it, it does feel kind of homey. It's settled. This town is where we'll set up our new base. We just have to find a spot that's defensible, maybe with some room to expand. Und los geht es. Wir steuern Eisfisch. So, wir starten mit dem Auto. Das Auto hat aber keinen Treibstoff mehr. Wir haben Lebensmittel und Medizin dabei. Time to settle down. Preferably with some good looting nearby. Dann nimm du mal die Lebensmittel bitte. Sie ist damit schwer belastet. Das ist nicht gut. Und geben Marsch die Medikamente. Letzte können wir nicht mehr mitnehmen. Marsch, Eisfisch hier hat Verstohlenheit, sodass wir uns der Horde, die sich dort auf uns zubewegt, dass wir die Horde erstmal vermeiden können, aus dem Weg gehen können. Da vorne markiert ist unsere erste Basis, Starterbasis. Üblicherweise sollte in der Nähe hier irgendwo ein Dackel. Inventar. Wir können die mal ausrüsten.
That screamer's gonna drown us in plague zombies. Wo ist ein Screamer? Ach, da hinten. Da habe ich einen Dackel gehört. Aber da wird nichts angezeigt. Das ist ein Bloater. Werde nicht versuchen, ihn zu triggern, sodass er von selbst umfällt, da ich nicht alleine unterwegs bin. Und sobald ich anfange zu rennen, der Bloater aber in der Nähe ist, werden die anderen versuchen, den Bloater anzugreifen im Nahkampf oder mit Waffen. Und deshalb einfach nur Kopfschuss. Ist der Bolzen wiederverwendbar? Nein, nicht mal das. Und wir gucken hier rein. Da ist gleich der erste Zombie. Das heißt, wir haben Möglichkeit von hinten rein. Da ist ein zweiter Zombie. So, und jetzt gibt's hier Action. Was habt ihr hier beide Türen aufgemacht? Sag mal, müsste das sein? Hätte ich nicht auch über die Mauer klettern können? Hier irgendwas? Nö. Na gut, dann gehen wir hier rein. All this needs is some fortification. We got ourselves a new home. This place looks good to me. Time to stake our claim and move in, before someone else shows up. I like that idea. Beanspruchung der Heimatbasis. Öffnen das Schließfach. Was ist denn da so basismäßig drin? Pipes are working and the breaker box is connected. Enjoy your water and power, everyone. Our first priority has to be gathering materials. Ja, sehe ich ähnlich. Den dahin. So, Marsch, du bist gerade hier. Obwohl, warte mal. Wir müssen den auch noch wegpacken. Überlebenden Inventar. Achso, das wird ja nicht automatisch ausgerüstet. Ausrüsten. I can't carry that much. Ah, der hat höhere Stack Size, genau. Erstmal behalten. So, wo ist Andrea jetzt hin? Da irgendwo. Achso, als erstes gleich Wärmarbeit. Das heißt, wir zerlegen das Gerümpel hier und reparieren das Hauptschlafzimmer, wofür wir zwei bräuchten. Die Arbeit haben wir im Moment nicht. Da ist Andrea, sie macht sich gerade bequem. Jetzt habe ich immer noch den Rucksack hinten drauf. That's pretty heavy. Ich komme gleich nochmal wieder, Andrea. Nicht den Rucksack, den Packsack. Den packen wir natürlich erstmal hier rein. Das und dann bist du leer, beziehungsweise so ausgestattet, wie man das gerne möchte. Mann, in dem Fall ich. So. Das heißt, wir brauchen jetzt noch Muni für meine Lieblingsarmbrust und eine vernünftige Waffe. Und da hatten wir immer die benutzt. Heartbreaker und die C22 vom Prepper, genau. Gucken wir uns die Basis erstmal ein bisschen an. Das ist jetzt weg. Wir können also das Hauptschlafzimmer reparieren. Hauptschlafzimmer hat zwei Betten und einen Moralbonus.
von, ich glaube, 3. Wir haben dann hier die Doppelkoje mit 4 Betten. Kommandozentrale wie gehabt. Das befindet sich alles im unteren Bereich. Also hier haben wir dieses Hauptschlafzimmer, was jetzt gerade repariert wird. Und das für Eis, für sein, den, ihr wisst es, den hoffnungslos romantischen Eis benutzt werden wird. Hauptschlafzimmer, dann haben wir hier das Kommandozentrum. Hier die 4 Betten. Dieses Badezimmer hat leider keine Wirkung innerhalb unserer Basis, ist halt nicht mal verzeichnet. Wir haben dann, ich gehe erstmal kurz für die Führung nach draußen. Hier draußen im Hinterhof 2 kleine Bauslots. Wir haben hier vorne einen kleinen Bauslot. Und oben dann noch die Küche. Und dann da das Lager. So, das läuft alles. Das heißt, wir werden auf insgesamt 2 plus 4 gleich 6 Betten kommen. Das ist hübsch. Das heißt, man kann diese Basis bis ins Midgame letztendlich nutzen. Wir haben Kommandozentrum und Lager. Wir haben eine Küche. Könnten uns also jetzt schon... Nein, nicht das. Könnten uns jetzt schon Snacks zubereiten, wenn wir die Energy Drinks nicht benutzen wollen würden. Und wir haben 3 Slots. Wo wir brauchen eine Infirmary, also Krankenstation. Und der Rest ist dann schon wieder Geschmackssache. Man kommt anfangs ohne Werkstatt aus. Das geht theoretisch, aber ich mag halt die Werkstatt, um Toolkits herzustellen. Das heißt, ich werde mit Sicherheit eine Werkstatt bauen auch. Schwierigkeit nochmal gezeigt, ist alles tödlich. Werde mit Sicherheit eine Werkstatt bauen. Und der dritte Slot ist dann Geschmack. Ich tendiere aktuell, da wir sehr schlechte Moral haben. Und das, obwohl wir Strom haben. Ah, jetzt müsste die Moral auch ein bisschen besser sein schon. Plus 3 für jeden, weil wir jetzt den Moralbonus hier von den vom Hauptschlafzimmer bekommen. Tendiere zur Latrine, denn mit Latrine putzen bekommt man 10 Moral. Das heißt, wir werden dann bei minus 21, was aber nicht reicht, um in... Also das ist hier minus 20, minus 40, minus 60 und dann minus 100 nicht reichen wird, um hier reinzukommen. Da müssen wir uns halt was überleben. Müssen halt schauen, vielleicht finden wir auch irgendwie noch eine Mod oder sowas, wo wir irgendwas installieren können. Aber jetzt erstmal zur ersten Quest. Leben in einer materialistischen Welt. Wir sollen nach Materialien suchen und dafür einen Aussichtspunkt auch benutzen. Die Materialien sind da. Den Aussichtspunkt können wir auch später nutzen. Möchte jetzt erstmal darüber, obwohl ich nicht mal Interesse daran habe, diese erste Quest schnell abzuschließen. Ich möchte genügend Materialien sammeln, um halt erstmal... ein bisschen Platz. Ich möchte genügend Materialien sammeln, sodass wir die Krankenstation 2 haben, damit wir außer der Gesundheitsgeneration auch noch die Verletzungsgeneration haben. Und... Ne, hab verhört, also da war nichts. Verletzungsgeneration haben und dann kann man immer noch weitersehen. Außerdem ist es so, dass mit dem Bau einer Krankenstation oder überhaupt einer Anlage praktisch Teil der nächste Schritt Nummer 2 aktiviert wird. Das heißt, wir werden eine befreundete Enklave spawnen und die wird uns dann halt nötigen, Seuchenproben zu sammeln.
Und wenn das geschafft ist, dann... wo ist der Feral jetzt? Ah, da unten. Okay. Okay, we good. Dann ist mir die Situation, dass auch die Belagerungen anfangen. Und da habe ich anfangs überhaupt keinen Bock drauf. Das heißt, ich werde es bewusst verzögern und erstmal meine Umgebung plündern. Damit wir hier etabliert sind, vielleicht die ein oder andere Kleinigkeit haben. Und erst dann wirklich loslegen mit dem Spiel. Das ist jetzt halt hier wirklich... Das ist das allererste Frühspiel. Hier wird der Packsack drin sein. Die stehen immer in so, ja, so großen Schachteln. All quiet and going well on my end. That's great. Finished. Wir haben auch noch Platz, ne? Wer weiß, da geht noch ein bisschen was. Ja, ich habe mich für diese Leute entschieden, weil... Ne, hier sind wir vorne. Das machen wir, looten wir zum Schluss. Erstmal Gebäude sichern. Palzi, das hast du doch im Tutorial gelernt. Looks like we're in the clear. Jetzt habe ich den roten Faden verloren. Ist auch nicht schlimm. Achso, ich habe mir entschlossen, die zu benutzen, weil... Ja. Irgendwo hat man sich ja dann doch an die Rabauken hier gewöhnt. Auch wenn sie... Weiß Gott nicht, die besten Charaktere sind, die man sich wünschen würde. Für einen. Oh, du bist jetzt schon in hoher Belastung? Was wiegt denn da so viel? Achso, wir haben Ethanol gefunden, ne? Hier ist auch noch Schaltkreise. Ja, das 8 Pfund, 3 Pfund, 3 Pfund. Ja, kommt ein bisschen was zusammen. Ein Kochbuch. Das können wir schon nicht mehr mitnehmen. Das heißt, wir müssen jetzt zurück zur Basis. I need a break. Sehr beruhigend ist dieser großartige Gesundheitsbalken, den wir haben. Das kommt halt nochmal daran erinnert, daher, dass wir hier Spezialisten haben. Die Chirurgie bietet plus 20 maximale Gesundheit. Bei Eisfisch kriegt halt 84 über das Durchhaltevermögen. Und vom Pathologen bekommen wir 50 Infektionswiderstand. Also das ist alles schon... So, Materialien rein. Nee, wir fangen nicht an mit Bauen. So, nächste. Das wäre der Schritt. Aber viel wichtiger ist es jetzt, mit einem frischen Start normalerweise erstmal nach Waffen zu suchen. Und die wichtigste Waffe ist, wir wissen es, unser Auto. Sehen aber auch oben, dass uns Treibstoff und Munition fehlen. Dadurch bekommen wir mit Sicherheit einen Malus. Nö, bekommen wir gar nicht. Es wird einfach nur rot dargestellt. Das ist ein persönlicher Malus von Andrea. Und das ist jetzt auch schon wieder komisch. Könnt ihr das nachvollziehen? Also, jeder hat minus 30. Jeder bekommt hiervon plus 3 und hier plus 3. Das heißt, jeder müsste minus 24 sein. So. Marsch dann 4 besser, also minus 20. Und Andrea minus 31. Das heißt, diese minus 31 ist doch eigentlich der deprimierteste Charakter und nicht der Durchschnitt. Wird da vielleicht tatsächlich der Charakter dargestellt, der die schlechteste Moral hat?
Denn an sich sind wir bei minus 24. 20, 24, 31 sind in Summe 75, das heißt ein Durchschnitt von minus 25. Das ist die Durchschnittsmoral. So, aber zurück zum Thema. Na komm, stich dich mal weg mit dem. So, hier haben wir eine Tankstelle. Der Feral ist da hinten, das ist gut. Neben der Tankstelle hier auch noch so kleine Locations, wo man Knickknacks finden kann. Zum Beispiel einen Benzinkanister, um das Auto wieder an den Start zu bringen. Bowie-Machete, wie viel Einfluss haben wir denn? 221. Wir müssen halt zusehen, wir verlieren halt aktuell 6 Lebensmittel. Das heißt, wir haben für 1,5 Tage Lebensmittel, dass wir das möglichst schnell kompensieren. Hier hinter der Tankstelle ist auch noch eine Gimme-Location. Die zwei Fässer hier, die sind auch nicht verzeichnet, gehören auch nicht zur Tankstelle. Da vorne springen welche rum. That is a lot to carry. Ja. Ohne Auto ist das auch ziemlich unangenehm mit dem ganzen Zeugs. So, was haben wir hier? Den Frachtcontainer hat einen Lootable oben. Also ich habe mich jetzt hierhin bewegt, weil das Spiel mich halt anfangs zu dem Aussichtspunkt da vorne lotsen wollte. Das heißt, wenn man die Karte das allererste Mal spielt, dann ist das halt eine der Dinge, die man erledigen würde. Und unsere Charaktere sind halt das erste Mal auf dieser Karte. Ne? Nicht vergessen, ich versuche das möglichst... Ich werde es nicht ausspielen können. Das ist einfach so. Ansonsten muss man halt gucken. Da vorne zum Beispiel erkennt man einen kleinen Campingplatz. Ich weiß gar nicht, ob der ein eigenes Icon dann auf der Minimap hätte. Ne, dich mache ich auch gerade weg. Aber darüber kann man halt auch noch Anhaltspunkte für Orte bekommen, an denen dann man, in denen man gegebenenfalls etwas finden kann. Schaltkreise und 30 Parts, immer hervorragend. So, dann ziehen wir mal. Loader ahead. Loader, okay. Yo, heads up, Screamer. Seems like nothing more to see here. Okay, dann mal ein Blick auf die Karte. Prinzipiell, das hier ist Drucker County. Ist eine zerkrüftete Karte. Hier ist eine Schlucht. Gibt da so, ich glaube, 2 Geheimwege durch, die man nehmen kann. Aber ansonsten ist das Ding unpassierbar. Das ist Kettle Rock hier. Hier oben in der Ecke liegt Matilda. Ein kleines Städtchen hier. Oh Gott, Maturato oder sowas. Hier unten ist auch noch so ein paar Häuser. Das hier ist Tamfield mit einer der besten Basen hier auf der Karte. Die Betonfabrik. Naja, nicht richtig Fabrik, also die das Betondingens. Hier oben ist Santa Maria, hier hinten St. Marcus. Das hier ist, glaube ich, Hoda.
Und hier haben wir... Oh Gott, ich weiß nicht, wie die Gegend heißt. Santa Maria liegt auf jeden Fall auf dem Hügel. Da kommt man auch nur schwer hoch. Aber auch hier gibt es noch Abkürzungen. Von daher insgesamt ein sehr, sehr zerklüftetes Terrain. Deshalb auch von vielen Spielern gehasst. Aber ich mag die Karte. Also das ist etwas, was mich überhaupt nicht stört. Ich brauche so einfach hinsichtlich der Karte, des Fahrens mit dem Autos, ja, brauche ich es nicht. Achso, wir sollten, könnten ja mal gucken, was hier noch in der Gegend ist. Eine Scheune, die sollten wir auf jeden Fall plündern. Bevor wir diese Quest aktivieren, ist es sehr wahrscheinlich, dass die da reingeht, diese gespawnte Gemeinschaft. Deshalb, da wir da, der Ort kann bieten. Treibstoff, Lebensmittel, Munition. Interessant, auf jeden Fall. Ansonsten haben wir nicht so viel aufgetan. Die Tankstelle wussten wir schon. Das unfertige Haus ist leider vorgeplündert. Ansonsten hätte man da Materialien herkriegen können. Das ist schade. Hier das erste rote Gebäude. Das heißt, irgendwo da wird ein Seuchenherz sein. Das heißt, wir sollten dann auch bald den zweiten Aussichtspunkt in der Nähe nutzen, den Mobilfunkmast. Aber jetzt geht es erstmal rüber zur Tanke und wir schauen mal, ob wir da einen Packsack bekommen. Außerdem Schutzzone errichten, / vergrößern. Sounds like we're alone. Gut. Da ist was. Da. Ach, fangen wir einfach hier an. Der Eisfisch macht das schon. Damn. Nichts gefunden, der arme Eisfisch. Und gleich ist er wieder am Fluchen. Aber wir werden die Köpfe nicht in den Sand stecken. Und beim nächsten Mal weiter looten. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn dem so sein sollte, dann würde ich mich wie immer über ein Like freuen. Ansonsten danke, dass ihr auch zur zweiten Staffel eingestiegen seid. Auf bald, euer Balzi.